Ich dachte, das wäre halt mal was anderes für ein erstes Date. Ist doch super. Sind Sie immer Idioten an, nicht? Können wir nicht einmal Kinder kriegen? Nee. Das machst du schön alleine mit irgendeinem Pimmel. Ich habe mich entschieden, ein Kind zu bekommen. Hast du jetzt noch einen Freund? Nein. Ich mach das alleine. Entschuldigung, brauchst du vielleicht Hilfe? Ich dachte, du triffst sie jetzt nicht mit Männern. Das eine ist ja Spaß, das andere mehr Kinder. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Mein Kaffee ans Bett. Was ist los mit dem? Ein Kind braucht doch einen Vater. Einen wie dich oder was? Wozu? Dann sollten wir keine Zeit verlieren, weil in ihrem Alter die Chancen rapide abnehmen. Dann durchforsten sie am besten die Samenbank. Oh, sorry, Entschuldigung, das ist er. Hi. Was machst du? Ich bin im Museum. Also ihr seht euch nicht nochmal. Nein. Was, wenn ich das alles überhaupt nicht schaffe? Ich habe einfach Angst, alleine ein Baby zu bekommen. Du musst echt mal aufpassen, dass du nicht wirst, Mama. Hast du die Gipsarme, weil du eine Alkoholikerin bist, Oma? Wie gut, dass du jetzt in die Schule kommst. Dann kannst du das Wort bald richtig aussprechen. Du kannst sie doch nicht einfach da liegen lassen. Sie ist unsere Mutter. Ich habe auch mal nie liegen gelassen. Ich habe eure alten Kindersachen mitgebracht. Für dein Baby. Also was musst du mir noch sagen, damit ich mich entscheiden kann, ob ich mich verliebe? Was kann ich dafür, dass du fucking 28 bist? Vielleicht will ich auch irgendwann mal Kinder. Aber ich will es jetzt. Du musst echt anfangen, dich selbst mit Respekt zu behandeln. Aber können sich nicht einfach alle richtig vertragen? Hey, es gibt's nur im Kino. Euch möchte ich mal mit Kindern sehen, echt, ne? Gute Idee, Johanna.